Der nächste Tag ist herangebrochen und wir sind in einem sehr interessanten Waldstück unterwegs. Wir haben schon sehr viele schöne Sachen gefunden. Unter anderem jetzt gerade eben dieses Auto. Ein paar Münzen, Euros. Also hier liegt richtig viel Zeug rum. Matchbox. Leider Plastikboden. Ist also etwas modern. Schauen wir mal aufs Datum. Ist gar nicht so modern. Ist vielleicht doch Metallboden? 1987. Der ist auch richtig schwer. Das werden wir nachher noch mal richtig nachgucken. Alex, ich habe gerade ein Matchbox-Auto von 1987 gefunden. Das ist cool. Alex, bitte melden. Ich habe in den Wald geschnäkelt. Nee. So. Guten Abend. Heute sind wir im Wald unterwegs und machen hier gerade eine Pause und der Alexander hat dieses edle Stück gefunden. Es ist vom Regenschirm. Aua! Genau, das kennen wir doch, das alte Spiel. Und das muss jetzt mit verbundenen Augen gemacht werden. Hast du mal Alien 2 geguckt? Nee. Nee, Alien 1. Nicht nachmachen. Wir wollen die Funde uns anschauen. Hier haben wir einmal einen Fund gemacht heute. Was steht da? Glysolid Glycerincreme. Da oben sind zwei Hechte drauf abgebildet. Habe ich so noch nie gefunden. Sehr interessant. Das ideale Pflegemittel für Haut und Hände. Wenn ihr diese Creme schon mal gefunden habt, schreibt es doch mal in die Kommentare. Allgemein würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mehr Kommentare schreibt. Und den Kanal abonniert. Des Weiteren kam dieser schöne Löffel direkt neben dem Matchbox-Auto. Es handelt sich dabei um einen Aluminiumlöffel aus dem 20. Jahrhundert und man kann auf diesem Löffel keinen Stempel erkennen. Er ist sehr leicht und wir gehen davon aus, dass er in diesem Wald verloren wurde. Dann fanden wir noch das hier. Bei diesem Artefakt handelt es sich um eine Pfeilspitze. Auch modern von einem, ich würde sagen, Pfeil und Bogen. Eine Pfeilspitze, damit hat wahrscheinlich jemand mal im Wald mit Pfeil und Bogen auf Tiere geschossen und dann diese vielleicht auch gegessen. Wir wissen es nicht, es ist eine alte Pfeilspitze. Könnten nur die Indianer gewesen sein. Das hier ist auch ein Artefakt, da weiß ich, was das ist, aber ich würde gerne von Alexander einmal wissen, ob er es identifizieren kann, ob er schon in der Lage ist, auch unbekannte Fundobjekte, die so einen schlechten Zustand haben, zu identifizieren. Zeig mal her. Ich würde meinen, dass es irgendeine Scheide sein könnte von irgendeinem Messer. Da bist du leider falsch. Es handelt sich dabei um eine Trompete. Ja. Ja, doch. Echt, ja? Das ist eine Tröte, eine Plattgedrückte. Hier unten schmal, dann wurde die immer größer und das ist sowas, was du mal im Mund hattest. Du, meine Tröte ist unten auch schmal, wird immer größer. Nee, das denke ich nicht. So, dann haben wir noch das Schöne hier gefunden. Einmal ein hygienischer Gummischutz, Duplosan, Berlin-Neukölln. Den Boden auch noch, also beides noch in einem sehr guten Zustand. Dann natürlich hier das Highlight mit der Nummer 12 oben drauf. Jetzt können wir noch gleich mal schauen, ob das Plastik ist. Ja, es ist Plastik, also von 1987, aber mit Plastikboden. Ich dachte, die hatten immer alle Metall. Dann noch verschiedenste Sachen an Schrott. Dann fanden wir noch eine Hundemarke. Ich glaube, da ist ein Elch im Wald. Da war ein Elch im Wald, ja. Geimpft 2012, eine Impfmarke. Mehrere schrottige Sachen. Ja, wir räumen wieder mal den Wald ein bisschen auf. Das ist eine alte Batterie. Nee, das ist gar keine Batterie. Es ist eine Hülse. Also Leuchtpatronenhülse. Nein. Das kann man öffnen. Da ist ein Schraubverschluss oben. Also das ist bestimmt das ist Pervitin. Hello steht drauf. Das ist, Hallo Wach steht da drauf. Hallo Wach. Na, wahrscheinlich Pervitin. Irgendwas sowas wie... Ja, ja, das sind irgendwelche Tabletten. Koffeintabletten, ja. Wachmacher-Tabletten gewesen, ja. Hier haben wir noch einen sehr schönen Fund, den der Alexander heute mal gemacht hat. Vielleicht könnt ihr erkennen, was da drauf steht. Und vielleicht wisst ihr auch, wovon dieser Deckel war. Wir wissen es nicht. Er ist auf jeden Fall alt. Ich könnte mir vorstellen, dass er vom Puder war. Und dann nochmal 3 Euro. Wir haben hier noch diese Kapsel gefunden. Dabei handelt es sich um eine Zeitkapsel. Also der Wald ist recht interessant. Aber
so das Highlight, so richtig tolle Funde kamen jetzt noch nicht. Wir werden aber gleich weitersuchen. Wir machen hier nur mal eine kurze Snackpause. Da ist ein Zettel drin. Ja, natürlich ist da ein Zettel drin. Das ist bestimmt von einem Tier gewesen. Was das ist eine Zeitkapsel von damals. Ja. Und die Leute im 18. Jahrhundert haben auf dem Zettel draufgeschrieben in Hieroglyphenschrift, wer das liest, ist doof. Haben da immer was draufgeschrieben. Ich kann das natürlich jetzt erstmal nicht in die Kamera zeigen, aus datenschutzrechtlichen Gründen, weil da ist ja eine Telefonnummer drin. Da rufen wir jetzt auch gleich mal an, um 1 Uhr noch was. Aber ich werde es trotzdem mal zeigen. Kann das ja verpixeln. Also da steht auf jeden Fall Brigitte und Louis. Louis wird das Tier sein. Da handelt sich natürlich nicht um eine Zeitkapsel von 1800, sondern um so einen Anhänger, was die Leute immer den Tieren drum machen. Wenn sie verloren gehen, die Tiere, dann kann man anhand dieser Informationen wissen, wem das Tier gehört. Und das Tier hieß Louis und war von Brigitte. Mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Steht noch eine Telefonnummer. Die wir jetzt mal anrufen werden. Und die Hausnummer 40. Ja, Brigitte, wir haben was von dir gefunden und würden uns natürlich freuen, wenn du jetzt Kontakt mit uns aufnimmst. Bitte melde dich. Hier, ruf an. Dann habe ich noch das gefunden. Dabei handelt es sich um einen Vogelring. Ein sehr, sehr dünner Vogelring. Vermute mal Spatz. Weiß nicht, aber guck mal, wie dünn der ist. Was ist denn das für ein Vogel? Ein kleiner. Ein ganz kleiner. So, das sind die Funde bis jetzt. Glutenfrei, jo, danke. Kennst du eigentlich diesen Typen, der immer zur Zeit die Leute aufschreibt? Hm? Mit der gelben Jacke an? Ja, die Anzeigen Hauptmeister. Und der erinnert mich an dich. Echt, ja? Mhm. Wer weiß? Hat aber jetzt schon eine sehr große Fangemeinde. Ne, ich glaube, die ihm mal schön in die Papillen war. Die ihm in den Rinn hauen wollen. Hat er schon öfters mal in den Rinn gekriegt. Hm? Guckt euch den Alex an, wie zufrieden er ist, wenn er eine Wurst im Mund hat. Das ist ja eine Fleisch, wa? Ja, Fleisch kann man das ja nicht nennen, ne? Warum? Na ja, das ist ja nur so ein Bams. Dieses ekelhafte Stück haben wir hier auch gefunden übrigens. Hört bitte auf, eure widerlichen E-Zigaretten rumzuschmeißen. Gibt Mülleimer. Da gibt es auch mal irgendwelche weiblichen Sonderinnen, die Bock haben zu kommen. Weibliche Sonderinnen oder auch, wie heißen die anderen hier? Die Füchse. Füchse. Also Alex, der 1%, ja, von den weiblichen Mitsonderns, das ist ausgeschlossen. Wirklich ausgeschlossen. Ich weiß ja, wer mitkommen kann. Du. Ganz besonders du. Kannst du mal mitkommen? Genau, du. Dich würde ich auch mal mitnehmen wollen. Ja, ich muss ja wieder viel schneiden hier heute. Die klicken immer nur zu den Highlights. Und da wir überhaupt keine Highlights haben, müssen sie alles gucken. Das Highlight ist Alex beim Essen. Oder der Killer, der sich anschließt hier mitten im Wald, anschleicht. Ja, der will vorhin den Hals zuschnüren oder was? Stell dir mal vor, der hackt Alex den Kopf gleich weg und zieht die Wurst aus dem Hals wieder raus. Also wir sind auf jeden Fall sehr tief im finsteren Wald jetzt gerade. Und es ist schon ein bisschen gruselig. Aber ich habe halt keine Angst. Ja, Alex ist dabei. Keine Angst. Und der ist langsamer als ich. Wenn was ist, renne ich weg und er muss zurückbleiben. Hey du. Ja, ganz besonders du. Abonnier doch einfach mal den Kanal. Willst du, dass die mich alle deabonnieren, oder? Nee. Wenn du sie so anguckst. Wie habe ich denn geguckt? Zeig doch mal. Psycho. Echt, ja? Naja, das ist hier auch ein bisschen Psycho, Alter. Und gruselig. Was wir hier machen, ja. Das ist so komisch. Wenn ihr einer sieht, ja. Ja. Als ob ich die Aufnahmen zeige. Nee, das ist für private Archive. So viele Aufnahmen. 20 Minuten hier Blödsinn gequatscht. Ja, wisst ihr was? Ich würde ihn einfach nur beim Essen zeigen. So, wir packen das alle wieder ein, weil das nehmen wir natürlich mit. So, es geht weiter. Hier ist ein sehr interessanter Fund. Ich denke, einige von euch werden es kennen. Milchmädchen. Das ist total lecker gewesen. Das habe ich damals auch immer gegessen. Manchmal. Das gibt es heute noch, glaube ich. Konzentrierte Alpenmilch. Gezuckert. Das waren noch Zeiten. Eine Hundemarke. Maya. Auf der Rückseite steht eine Nummer. Eine Telefonnummer tatsächlich. Auch wieder ein schöner Fund. Hier liegen viele interessante Sachen.
Gerade habe ich eine Schuhschnalle gefunden und jetzt kam dieses schöne Schmuckstück. Das ist, denke ich mal, echt Silber. Sonst wäre es schon vergammelt. Das ist auf jeden Fall ein Ohrring mit einem blauen Stein. Auf jeden Fall schön. Die Schuhschnalle und dieses Ding sind so jetzt für mich die Highlight-Funde. Ich werde euch die Schuhschnalle jetzt noch zeigen. Da ist er. Genau so eine habe ich schon mal gefunden. Auf jeden Fall etwas älter. Ich denke, dass es eine Schuhschnalle ist. Schönes Stück. Ein sehr deutliches Signal war das. Muss aus Gold sein. Nein, natürlich nicht. Ist einfach nur ein Mercedes-Stern. Abgebrochen und in den Wald geschmissen. Ist aber schon viele Jahre her. Der liegt schon ein Weilchen. Wann kommt denn endlich mal ein richtig guter Fund hier? Okay. Also hier habe ich gerade eben gefilmt, wo der Mercedes-Stern lag. Und dann habe ich so ein bisschen nach links geguckt und sehe da noch mehr. Ein Audi. Was denn los? Die ist ja krass. Die ist richtig voll. Die ist ja richtig voll, wie meine. Da hat einer richtig Fetisch auf Audi.